Dirk Abel heißt der neue Oberbürgermeister der Stadt Balingen. Im zweiten Wahlgang erreichte der CDU-Kandidat die absolute Mehrheit. Abel galt bereits nach dem ersten Wahlgang als aussichtsreichster Kandidat auf die Nachfolge von Helmut Reitemann. Grünen-Kandidat Erwin Feucht war zum zweiten Wahlgang nicht mehr angetreten. Gut gefüllt war das Balinger Rathaus am gestrigen Abend, als die Stimmen des zweiten Wahlgangs der OB-Wahl ausgezählt wurden. Das Ergebnis war am Ende eindeutig. Für mindestens 8 Jahre wird Dirk Abel die Geschicke in der Gartenschaustadt lenken. Insgesamt entfielen fast 56% der Stimmen auf den CDU-Mann. Der zukünftige Amtsinhaber, der mit seiner Familie ins Rathaus gekommen war, zeigte sich als glücklicher Wahlsieger. Glücklich, zufrieden, sehr, sehr dankbar, dass mir so viele Balingerinnen und Balinger ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Und ja, jetzt muss ich erst mal durchatmen, aber will natürlich auch dann dieses Vertrauen die nächsten 8 Jahre zurückgeben. Sibylle Fleischmann, die sich nach dem ersten Wahlgang als klar stärkste Gegenkandidatin von Abel herauskristallisiert hatte, kam auf 38,4% aller Stimmen. Bei ihr herrschten nach der Wahl gemischte Gefühle. Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich nicht die Geschicke der Stadt Balingen als Oberbürgermeisterin begleiten darf. Aber das ist Demokratie. Die Balinger Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. Ich bin stolz darauf, dass ich den Balingern und Balingern ein gutes Alternativangebot geben durfte. Die Zeit des Wahlkampfes und die vielen Gespräche und Begegnungen habe sie sehr genossen, so Fleischmann weiter. Die beiden weiteren Kandidaten, Markus Weinmann und Stefan Buck, spielten mit 4,3 und 1,2% der Stimmen zumindest bei der Entscheidung keine entscheidende Rolle. Die 3 weiteren Kandidaten aus dem ersten Wahlgang, Dominik Ochs, Siegfried Schäfer und Erwin Feucht, waren nicht mehr angetreten. Bereits früh am Abend zeichnete sich eine klare Tendenz ab, wie der zweite Wahlgang verlaufen würde. Schon nach den ersten ausgezählten Ergebnissen lag Abel klar vor Fleischmann in Führung. Das Ergebnis glich sich im weiteren Verlauf zwar noch etwas an, entscheidend geändert hatte sich aber nichts mehr. Der bisherige Amtsinhaber und Wahlleiter Helmut Reitemann zeigte sich mit dem Wahlverlauf zufrieden. Er bedankte sich bei den Kandidaten, die einen fairen und partnerschaftlichen Wahlkampf geführt hätten. An einer Sache übte er allerdings Kritik. Der einzige Wermutstropfen, den wir haben, dass wir relativ geringe Wahlbeteiligung haben. Schon bei der ersten Wahl waren es nur 45%, dieses Mal sogar nur 41,7%. Das ist sehr schade, wenn man denkt, nur 2000 Kilometer von uns entfernt kämpfen die Menschen mit Leib und Leben darum für Freiheit, Demokratie und Wahlrecht. Und bei uns ist es leider so schlecht. Nun werde er seinen Nachfolger in dessen Amtsaufgaben einführen. Anschließend geht er in den Ruhestand. Als letzte Amtshandlung werde er aber noch die Landesgartenschau eröffnen. Um die Organisation selbst kümmert sich aber bereits sein Nachfolger. Also das große Ziel ist jetzt einfach mal, diese Gartenschau erfolgreich durchzuführen. Ein Teil wird der OB ja noch machen, er wird sie noch eröffnen. Der neue OB hat dann die Verantwortung mit dem Team, das alles gut hinzubekommen. Und danach ist wichtig, dieses Gartenschaugelände nachzunutzen. Eines seiner ersten Ziele sei deshalb, ein Veranstaltungsprogramm für das Gelände zu erarbeiten. Sein Amt wird Abel am 14. Mai offiziell antreten.